Ich habe ja verwiesen, es sind verschiedene Betriebe aus der Innung, die hier heute an dem Umzug beteiligen. Überhaupt ist die Handwerkerschaft sehr zahlreich vertreten. Hier ist die Firma Luca. So, und mit diesem Schwerlasttransport läuten wir jetzt die Metallbauanlage ein. Beginnen mit der Kalkprobe GmbH, der Bürgermeister der Metallbauanlage in Berlin. Die Firma ist seit 1991 beheimatet, hat 8 Angestellte, das ist in den Bereichen Montage und Reparatur von Baulekomponenten, Lastkraftwagen und Firmenseite sogar mit einer Herkunft. Hier sehen wir ein historisches Fahrzeug der Firma Mercedes-Benz. Seit 1938 in Schwerin ansässig. Und Friedrich Franz, der 4. Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, ist ja damals mit seiner Gattin auch in einem Mercedes, Baujahr 1924, durch die Straßen der heutigen Landeshauptstadt gefahren. So, jetzt muss man auf die Füße achten. Jetzt wird es knapp. Aber wir haben ja Helfer mit dabei. Wir sehen schon, verehrte Gäste, selbst am heutigen Testtag rollen Spezialtransporte durch die Landeshauptstadt. Und hier sehen wir den angekündigten Wagen des Oberleisters der Metallbauer in Schwerin, Ralf Kowal. Dahinter präsentiert sich der Familienbetrieb Metallbau Gerhard Friedner. Seit 1900 gibt es die Firma Ruhr in Schwerin. Der Urgroßvater geboren 1860. Er hatte den Beruf eines Schmiedes. Er arbeitete in diesem Beruf und jetzt auf dem Süd in Bremen bei Wolfsburg. In dem Jahr 1900 begann er dann seine Selbstständigkeit. Nach Kurzstation von Berlin und Kirchhof und dann nach 1903 eine Schmiede in Schwerin. Und die sehen wir sogar, wie damals das Schmiedefeuer am Köln gehalten wurde. Ja, und wenn Sie jetzt fragen, verehrte Gäste, diese drei Schmiede müssen das Märzenfest am Zuglack machen. Anfang September. Hallo, das bin ich. Das ist versprochen. Einmal Scherz. Hier dachte ich die Vorführung. Genauso wie ich heute Abend auch ganz kleine Schule haben. So, Hauptschock. Und damit sind wir bei der Friseurinnung. Friseur Hauptschock, Inhaberin ist Herr Rika Möck. Hier wird alles getan, damit die Damen schick und schön aussehen. Und sie finden diesen Ballon im Nachhol. Und dort gibt es ihn schon seit 16 Jahren. Wir kommen zur Marmerinnung. Der Marmer hat noch die Brücke und Schmerin. Das ist ein Betrieb, der schon in der dritten Generation geführt wird. Das Unternehmen beschäftigt 15 Mitarbeiter und ist natürlich hier in der Region bekannt. Genauso wie die Malerfirma Robert Himmel. Der Chef geht voran, so gehört sich das.